Und damit willkommen zurück. Let's play Magical Quest starring Mickey Mouse mit dem bösen Chaos Joker. Und wir waren stehen geblieben. Wir waren stehen geblieben beim Gebirge. Jo. Das Gebirge, dessen Name mir gerade entfallen ist. Carlos Gipfel, genau, so hieß es in Stage 4. Dort werden wir Zokufi wiederfinden. Da kommt er schon. Oh je, Mickey, ich habe Blunti und Pluto noch nicht gefunden. Dabei habe ich überall nach ihm gesucht. Außer in den Bergen. Vielleicht kannst du dich dort mal umschauen. Arschloch, ich muss die ganze Arbeit machen. Ich leihe dir gerne mein Steigeisen und dieses Seil. Sieht aus, als könntest du jede Hilfe gebrauchen. Lustig ist ja, die Klamotten sind ihm viel zu klein. Das ist die Frage. Wie hat ihm dieses Outfit gepasst? Jo, aber dieser Anzug ist immerhin mal ganz cool. Das Steigeisen. Ja, damit könnt ihr euch nämlich hier so. Dann könnt ihr dieses. Zack, hier so und so springen. So, hier zeige ich mal. Ja, das ist ganz cool. Ihr könnt auch hier so an solchen Plattformen so hochklettern, meine ich. Und das ist hier auch bitte notwendig und auch ganz cool eigentlich. So. ja. So, wollen wir mal. Und vor allen Dingen könnt ihr den Typen hier das Schild abnehmen. Sind sie leichter zu bezwingen. So. Yo, oh, fuck it. Das war nicht so gut. Hätte ich lassen sollen. Yo. Ja. Einigen ist vielleicht aufgefallen, ich habe einen Herzcontainer mehr. Hat damit zu tun, ich habe leider mich versafe-stated, ganz, ganz fürchterlich, und musste den ganzen Mist nochmal spielen. Wie ätzend, ne? Jo, und weil das so war, ja. Sitze ich halt jetzt wieder hier. Und mach da die Hanse nochmal. Fuck. Ass! Boah, das gibt's ja nicht, ey. Komm rüber da. Da hinten ist nämlich noch so ein Kaufhäuschen. Und da würde ich gerne hin. Da ist es. Ich will nur mal gucken, was ich mir alles zulegen kann von meinen 155 Münzen, die ich noch übrig habe. Mit einem Wort nichts. Bullshit. Ich hätte den Herzcontainer für 200 Tacken nicht kaufen sollen. Das war vielleicht ein bisschen blöd. Fuck. Mann, das geht ja mal gar nicht, ey. Was mache ich denn hier? Ich wollte eigentlich wieder hier hin. Oh Mann. Ich bin schon wieder halb am Abnippeln. Wie geil ist das denn? Ja, komm schön hier. So. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich will dem Spassiger hier den Schild abnehmen. So. Bam. Die Plattform interessiert mich. Oh yeah. Hier ein extra Leben, das ist doch geil. Zack. Wie schon gesagt, die Steigeisen ist scheiße praktisch. Kann man auch in späteren Leveln noch ganz gut gebrauchen. Carlos Burg zum Beispiel. Oh, fuck it. Okay, das wird. Voll daneben, ey. Das geht ja mal gar nicht. Schönen Gruß übrigens wieder an Maulkorb Mausi, die jetzt wahrscheinlich vor dem Bildschirm sitzt und sagt: What the fuck? Ja, ein Mickey Mouse Let's Play. Du musstest ja rumheulen, das hast du jetzt davon. Ein Motherfucking Mickey Mouse Let's Play. Aber hey, vielleicht gibt es ja auch Leute, die Mickey. Obwohl, ich finde Mickey Mouse eigentlich ganz cool, aber. Na, fast. Die DuckTales waren cool, die habe ich gerne geguckt. So, die DuckTales konnten richtig was. Also, da war ich. Ich glaube, die habe ich als Kind geguckt. Bis zur Vergasung, möchte ich mal sagen. Jo. Und, nein, da möchte ich jetzt nicht hin. Ich kann mir eh nichts kaufen. Also, nichts, was ich haben will. So, hoch da. Super Bienchen, Dankeschön. So, Freundchen. Diesmal bist du fällig. Yeah, jump 'em! So sieht's nämlich aus.
Fuck, wieso treffe ich das Ding nicht? Das Aiming von diesem Steighaken ist echt mal voll für den Arsch. Yo. Okay, das wird jetzt. Wow, 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 das war abgefuckt. Aber ey, egal, ich hab's geschafft diesmal. Und yeah, Abschnitt 2. Und wir haben der Dinge, die da kommen mögen. Zum Beispiel hier diese Löcher. Da bläst so Wind runter, das ist ganz scheiße, wenn ihr da reingeradet. Ihr kommt nicht mehr raus. Verpiss dich. Snuff, verpiss dich. Guck, was haben wir hier alles Schönes in den Kistchen? Wow. Eine motherfucking Münze. Das geht mal gar nicht, ey. Was gibt's hier? Ah, ich wusste, da war doch noch was. Ass! Genau das sollte nämlich nicht passieren. Fuck. Bin mal ganz locker weggeweht worden. Scheiße. Also nochmal von vorne. Wofür habe ich das gemacht? Für Apple. Alter, Apple. Apple, ja. Bevor einer jammert, ja, ich bin aus Hessen. Ich bin gerne aus Hessen, so. Meistens. Ass! Fuck. Na ja, komm. Ja, ich weiß, ich bin wieder zu geil auf diese Münzen, aber es könnte ja sein, dass ich 300 Münzen zusammenspare und mir halbe Magie kaufen könnte. Das wäre mir im Endkampf extrem nützlich. Aber runter da mit dir. Ja, schon praktisch das Ding, ne? Ist ein bisschen schwierig zu handhaben, dieses Steigeisen. Wenn ihr es aber mal drauf habt, ihr werdet es nicht mehr missen wollen, sage ich mal. Zack. Wir könnt ihr auch. Wow, fuck, nicht schon wieder. Und ich dachte, ich pack's noch. Es! Scheiße. Fuck. Was ich sagen wollte, ihr werdet dieses Steigeisen nicht missen, wenn ihr einmal die Übung raus habt. Und, also ich weiß, dass ich das zum ersten Mal gespielt habe, ich hatte so Schwierigkeiten mit diesem Steigeisen, hier einigermaßen klarzukommen. So, na komm, abfall. Was sollte das jetzt? Das war nicht geplant. Aber wie schon gesagt, das Ding, scheiße praktisch. Wie ihr seht an diesem, an dieser Stelle. das war knapp. So, Freunde, diesmal linkt ihr mich nicht hier. Fuck. Na, komm schon. So, hier doch. Yo. Dann müssten wir auch so langsam beim Endboss angekommen sein, hoffe ich zumindest. Wo ich dabei auch hoffe, dass ich euch genug rede. Ich heute, ja, ich habe heute lang gearbeitet und da bin ich wieder immer so leicht abgefuckt. Na ja, komm schon. Und da ist er auch schon, der Endboss. Dieses Vögelchen, nettes Vögelchen hier. Im Prinzip relativ simpel. Ihr müsst nur an diesen Haken hängen bleiben, sobald er ankommt. Und hier mir die Eier um die Ohren hauen. Yo. Gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, ihr müsst auch immer das Steigeisen treffen. Das ist es ja. Also diesen Nibbel hier. Das ist etwas schwierig. Glücklicherweise geht der Boss nicht so lange. Also der hält nicht wirklich was aus. Ja, ist gut jetzt. Na komm schon. Ja, da ist er schon. Ist schon. Boss rot, Boss rot, Boss rot. Das war knapp, Leute. Ja, komm schon her. Sau. Na, komm. Was ist? Lächerlich. Ich hab doch konkret Steigeisen hier. Und jetzt. Stirb. Penner. Yeah. Das hat sie dir so gedacht, Kumpel. Aber nicht mit mir.
Jo, Carlos Gipfel, geschafft. Congratulations, oder? Und hab, wow, 100 Münzen. Wow, war ich wieder extrem fleißig. Das ist schon mal cool. Jo, Carlos Gipfel gemeistert und wir begeben uns ins Schneetal. Aber das in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.